Die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt schon in vollem Glanz. Nun möchte der Tourismusverband dem Brucker Weihnachtsmarkt eine Frischzellenkur verpassen. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, findet das große Eröffnungsfest statt. Aber wie sieht eigentlich das neu gestaltete Konzept im Detail aus? Was es neu geben wird, ist, dass wir ein Kinderplatzl haben, mitten in unserem Adventdorf. Mir war wichtig, einen Dorfcharakter zu schaffen mit den Hütten, damit sich die Menschen am Dorfplatz treffen, um zu kommunizieren. Und am Kinderplatzl haben wir soeben das neue Kinderhaus von Sepp Hartwig übergeben bekommen. In diesem Kinderhaus werden die Kinder basteln, sie werden spielen, sie werden Briefe ans Christkind schreiben. Es wird die Eisenbahn wiederfahren, heuer durch einen schönen Winterwald. Es wird die Pferdekutsche da sein. Und das Besondere ist, Sonntag ist Kindertag. Das heißt, am Kindertag werden wir mit den Kindern bei offenem Feuer Steckerlbrot backen. Es wird eine Schatzkiste geben, in der sie wühlen können, um ihre Schätze zu finden. Und es wird der Igel Isidor auf der Bühne seine Weihnachtsgeschichten erzählen. Ein buntes Programm für Kinder. Neben dem allgemeinen Programm, wo mir wichtig war, auf Qualität zu achten, bei der Auswahl der Musikgruppen war mir wichtig, für alle etwas zu finden. Einerseits jene, die die moderne Musik lieben, andererseits die traditionelle, sprich auch die Hausmusik, wo die Trippelmusik wieder da sein wird. Und es werden natürlich wieder die Waisenbläser da sein, die für weihnachtliche Stimmung sorgen. Ein weiterer Höhepunkt wird wie jedes Jahr das große Krampustreiben am 5. Dezember sein. Für Kinder wird es natürlich wieder die Fotoecke geben, wo sich die Kleinen mit dem Niccolo fotografieren lassen können. Den Kindern wird dieses Jahr ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Das Programm wird breiter und vielfältiger sein und auch der Bürgermeister ist vom neuen Konzept begeistert. Wir versuchen in diesem Jahr die Qualität vor allem entsprechend zu steigern, ein wirklich attraktives Angebot für alle Besucherinnen und Besucher des Brucker Weihnachtsmarktes im heurigen Jahr zu bieten. Wir wollen Schwerpunkte setzen, das heißt dann an jedem Tag, also wir werden den Weihnachtsmarkt immer Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet haben. Es werden vor allem die Kinder eine sehr wichtige Rolle spielen beim Brucker Weihnachtsmarkt. Ich darf mich hier bei Sepp Hartwig bedanken, der der Stadt Bruck an der Mur ein Kinderhaus gebaut hat und das dieses Kinderhaus auch den Brucker Kindern sozusagen geschenkt hat. Und in diesem Haus wird ein tolles Kinderprogramm an jedem Sonntag auch geboten werden und natürlich auch an den anderen beiden Tagen. Aber das Schwerpunktprogramm für die Kinder läuft dann immer am Sonntag, wo wir die Familien mit ihren Kindern natürlich herzlich einladen. Und jeweils freitags und Samstag wird es ein ganz, ganz tolles, ausgesuchtes Musikprogramm geben mit wirklich musikalischen Leckerbissen, die Besucherinnen und Besucher auf diese schönste Zeit des Jahres, auf Weihnachten, entsprechend einstimmen werden. Traditioneller Adventmarkt vermischt sich mit vielen neuen, frischen Ideen und einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Also auf zum Brucker Advent der Regionen. Am 3. Dezember geht's los.